Hallo, willkommen zu diesem Video. Nachdem ich jetzt nach einigen Suchen keine Musik gefunden habe und ihr sowieso lieber sprachlich kommentierte Videos habt, machen wir das einfach mal wieder so. Ja, ich habe mich hier also getroffen in der Nähe von Straßhof mit dem Xbox Gamer, Xbox 360 Gamer 15. Und ja, wir haben ein paar Sachen hier gefilmt. Und das ist dort ein altes Flugfeld, also schon ziemlich alt. Das sieht man dann auch gleich auf den Luftaufnahmen. Und ich habe die neue Kamerahalterung in diesem Sinne auch gleich ausprobiert, die also die Kamera in zwei Richtungen sehr präzise ausgleicht, sodass man auch bei höheren Geschwindigkeiten ein ziemlich stabiles Bild hat, also im Vergleich zu vorher auf jeden Fall sehr stabil. Und ja, hier sieht man schon auch diese Landebahnmarkierungen und noch irgendwelche mehr oder weniger neuen Absperrungen, teilweise halt dann mit Müll zugeworfen. Aber das ist halt nebenbei so. Ja, dann wie gesagt hier diese Spurmarkierungen und irgendwelche Fahrbahnmarkierungen. Ja, dann habe ich hier so einen kleinen Bunker. Ich meine, es schaut aus wie eine WC-Anlage. Also keine Ahnung, was es eigentlich ist. Gefilmt, also von oben schaut das Ding ja ziemlich massiv aus, aber eigentlich sind das ziemlich dünne Wände. Es dürfte auch nicht keinen Abgang oder so geben. Das schaut alles ziemlich klein aus, aber ich habe das dann ziemlich interessant gefunden, hier noch ein bisschen diese Perspektive eben mit dieser Kamera, die jetzt so ausgeglichen wird, zu filmen. Man muss jetzt halt hier ein bisschen vielleicht wieder am Flugstil arbeiten, dass man das ein bisschen langsamer bewegt oder in bestimmte Richtungen führt dann die Kamera. Aber eigentlich funktioniert das jetzt ganz gut und schaut auch relativ zitter- und wackelfrei aus. Hier habe ich dann also auf die Geschwindigkeit sozusagen geschaut, dass ich ein bisschen schneller bin. Dann ist es derzeit so, dass oben noch dieses Schild ins Bild kommt, also das werde ich dann noch absägen, also da kann ich mir noch 2-3 cm wegnehmen, dann dürfte das nicht mehr im Bild sein. Aber man sieht hier eigentlich schon, wie schnell das Teil dann wird, wenn man hier so wirklich schön Geschwindigkeit machen will. Und der Bildausschnitt dennoch relativ gerade ist. Ich meine, es wirkt jetzt ein bisschen wackelig auch, weil man das Ding oben sieht, aber ich glaube, wenn das nicht mehr im Bild wäre oder wenn auch die Propeller nicht im Bild sind, schaut das eigentlich schon ziemlich gut aus. Vielleicht kann man da in der Software dann noch ein bisschen Feintuning machen, damit das Ding ein wenig anders reagiert. Na jedenfalls haben wir dann hier also die Videoaufnahmen ganz gut kombiniert, vom Boden und von der Luft sozusagen. Hier sieht man also, wie gesagt, wie das Flugfeld damals verlaufen ist. Und ja, ich habe dann hier die Gegend noch ein bisschen abgeflogen. Hier sieht man auch wieder die Kamera. Und ja, wie gesagt, also wenn man hier langsamer fliegt, dann schaut es eigentlich schon sehr gut aus. Wenn man ein bisschen schneller fliegt, kann man das vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Dann hier nochmal ein Versuch, etwas niedriger. Also zu niedrig traue ich mich dann auch wieder nicht, besonders wenn ich da so über uns drüber fliege, aber so in der Höhe geht das eigentlich ganz gut. Und eben wenn man dann so eine Kurve oder so eine Drehung macht, schaut das eigentlich ziemlich stabil aus. Ja, hier nochmal die Kamera im Vordergrund, eben wie gesagt, das geht jetzt eigentlich ganz gut. Dann sind wir einmal zwischengelandet. Hier sieht man jetzt ungefähr die Konstruktion, also es sind zwei Motoren, die das Ganze drehen. Und ja, hat alles gut funktioniert. Da ist der Pöli froh. Dann stellen wir das wieder hin und wird das alles fixiert und verkabelt sozusagen. Genau, und dann sieht man hier, wie die Kamera bereits am Anfang sich einmal gerade richtet. Und dann kann man auch schon abheben. Es war eigentlich, das ist mir dann erst später aufgefallen, man sieht es am Leiberl ein bisschen, es war gar nicht so windstill. Ich weiß nicht, ob man das an den Büschen dann auch nochmal sieht, aber das hat trotzdem dann mich eigentlich überrascht, dass das Bild eben so gut war. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das System auch bei Wind fast sogar eine Spur besser funktioniert, weil diese Ausgleichmotoren erst dann richtig was zum Arbeiten haben quasi. Also dann stehen sie nicht nur in einer Position still, sondern haben auch wirklich was zum Vor- und Zurück auf die Seite drehen. Dann habe ich hier eben einen Moped-Fahrer noch gefunden. Ich habe dann irgendwie so ein Zeichen gegeben, das dürfte dann ein kurzes Winken seinerseits gewesen sein. Hat sich vielleicht irgendwas gedacht. Wobei, da ist auch ein echter Modellflugplatz in der Nähe. Also es kann durchaus sein, dass der eh weiß, dass dort so Dinge herumfliegen. Und dann habe ich hier nochmal den Wald angeschaut. Hier nochmal die Bodenaufnahmen zwischendurch. Und ja, so geht das halt dann hin.
Ja, dann hier sieht man schon, einige Leute haben dennoch ihren Müll abgeladen. Auch bei dieser Person bin ich mir nicht ganz sicher gewesen, was sie dort eigentlich macht. Das ist der Bildschirm sozusagen für den Zuschauer. Und auch bei dieser Person war ich mir nicht ganz sicher, was sie da macht. Also Müll sieht man jetzt dort zwar keinen am Boden, aber auch sonst sieht man niemanden, der irgendwie was mit der Person zusammen unternimmt. Also keine Ahnung, was er genau war, aber sie war irgendwie nicht sehr, hat eher gelangweilt ausgeschaut, sagen wir so. Und interessant sind auch diese Betonkreise hier, also da dürften irgendwie die Betonplatten anders verlaufen sein. Also es ist dort eine relativ kahle Gegend, nicht sonderlich spannend. Also ich habe das eben, wie gesagt, so ein bisschen zum Geschwindigkeitsaustesten ausprobiert. Wie ist es bei höheren Geschwindigkeiten? Wie ist hier sozusagen mehr oder weniger der Bremsweg? Was kann man da dem Gerät zumuten? Und das war es dann im Prinzip auch dort schon wieder. Das war also sozusagen unsere Basisstation hier. Ja, und dann sind wir dann noch einmal um die Kurve geflogen. Ist eigentlich interessant, wie viele Windräder dort in der Gegend sind. Also wenn man da so ein bisschen mal ein Stück nach Niederösterreich rausfahrt, sieht man dann doch eigentlich, dass die Windkraft mittlerweile schon einen scheinbar relativ guten Anteil hier an dem Ökostrom sozusagen erzeugt. Ob es jetzt für die Landschaft schön oder nicht schön ist, ist ein anderes Thema, das kann man mal diskutieren, aber ja, dann hier eben noch ein paar so Drehaufnahmen, sozusagen so Kurven, die dann irgendwie eine ganz gute Perspektive auf die Lage geben. Und dann ist auch eigentlich schon die Landung gleich wieder. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden.